erstmals in der Geschichte auf deutschem Boden ein Weltcup-Bewerb im Skibergsteigen ausgetragen. Am Programm standen drei Rennen in der Vertical, Individual und Sprintklasse. Auch aus heimischer Sicht verliefen die Wettkämpfe sehr erfolgreich. Bei traumhaften Bedingungen stellen sich knapp 200 Sportler aus 18 Nationen der kräftezehrenden Herausforderung. Mit dabei auch der junge Kärntner Paul Werniak. Er liefert bei diesem Weltcup eine hervorragende Leistung ab, landet in der Juniorenklasse in allen drei Rennen auf dem Podium. Der Wölfnitzer hat damit schon 8 Saisonpodestplätze in Serie auf seinem Konto. Auch Jakob Herrmann aus Werfneck darf zufrieden sein. Nach Platz 12 im Vertical-Bewerb läuft er in der Königsdisziplin, dem Individualrennen mit mehreren Anstiegen und Abfahrten, auf Rang 6. Ein rot-weiß-rotes Ausrufezeichen setzt auch der Steirer Armin Höfel mit Rang 7 im Vertical-Bewerb. Die guten Leistungen zeigen, Österreichs Skibergsteiger sind für die anstehende Europameisterschaft in Madonna di Campiglio bestens gerüstet. Das war's von Sport 20.